Grüß Gott, liebe Zuschauer, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Freising im Bild, Ihrem ersten lokalen Stadt- und Kabelfernsehprogramm in und um Freising. Ja, Sie sehen es, liebe Zuschauer, ich stehe hier an einem Schlagbaum vor einem militärischen Sicherheitsbereich, den ich in wenigen Augenblicken auch betreten werde, um Ihnen, liebe Zuschauer, in unserer Sendung ungeahnte und mit Sicherheit einmalige Einblicke zu vermitteln. Wir machen zunächst weiter mit unseren FIB-Nachrichten und dazu gebe ich zurück ins Nachrichtenstudio zu Hannelore Beck. Grüß Gott, liebe Zuschauer, und hier unsere FIB-Nachrichten. Groß und Klein hatten im vergangenen Monat große Freude am Laufen. 170 Teilnehmer beim Trimtrap begrüßte der zweite Vorsitzende Wolf Glöckner vom SV Vötting. Unter den fleißigen Läufern befand sich unter anderem der deutsche Meister Josef Wildmoser. Die Laufanfänger waren mit hoher Zahl beteiligt und wurden betreut von Dr. Volker Warm und Frau Deutscher. Von den Organisatoren gab es einen Trimtaler und ein Handtuch. Der SV Vötting würde sich freuen, wenn alle Laufanfänger jeden Mittwoch um 19 Uhr am Sportplatz das Lauftraining mit Freude mitmachen. Auszeichnung für 5 Freisinger Stadträte. Zu den hochverdienten Stadträten gehört Grünland-Referentin Irene Gallisch, die seit 20 Jahren der Stadt dient. Ebenfalls 20 Jahren dienten Dr. Gerd Völlinger, langjähriger Planungs- und Grundstücksreferent, sowie Fritz Forster, vormals städtischer Sportreferent. Schon 30 Jahre Dienstzeit hinter sich hat der frühere Finanzreferent und seit 1980 Bürgermeister der Stadt Freising, Josef Leintaler. Vor ebenfalls 30 Jahren zog der Fest- und Fremdenverkehrsreferent Ludwig Keinsbauer in den Stadtrat. Alle freuten sich über die Auszeichnung von Oberbürgermeister Dr. Adolf Schäfer. In der Serie Meckerecke vom Stadt- und Kabelfernsehen Freising im Bild ging es in der letzten Sendung um Blutdruckmessungen in Freisinger Apotheken. Herr Werner aus Freising, dass er dann versorgt wird. Ich habe dann etwas nachgehakt und wurde mir dabei gesagt, dass es eine Absprache wäre zwischen Apotheken und Ärzten in Freising, dass kein Blutdruck in der Apotheke gemessen wird. Sehen Sie nun dazu eine Stellungnahme einiger Freisinger Apotheken. Herr Füssel, bieten Sie in Ihrer Domapotheke die Serviceleistung des Blutdruckmessens an? Ich habe das bisher nicht angeboten als Serviceleistung. Wir haben es zwar in gewissen Notfällen gemacht, aber es sind in letzter Zeit Gespräche unter den Kollegen haben stattgefunden und wir haben uns über das Thema unterhalten. Was im Endeffekt dabei herausgekommen ist, ob es nun jede Apotheke als täglichen Service anbietet, steht noch nicht fest, aber es wird wohl möglicherweise so sein, dass es in Zukunft angeboten wird. Herr Flossmann, bieten Sie in Ihrer Marienapotheke den Service des Blutdruckmessens an? Wir bieten diesen Service nicht offiziell an. Wir machen das nur in Notfällen, wenn kein Arztbesuch möglich ist. Wenn also ein Patient zu uns kommt, dem schwindlig ist, der sich nicht wohlfühlt, dann können wir das ausnahmsweise machen. In der Regel lehnen wir das ab. Warum lehnen Sie das ab? Weil es Aufgabe des Arztes ist, das Blutdruck zu messen und nicht die Aufgabe des Apothekers. Grundsätzlich nein. Wir messen den Blutdruck, wenn ein Notfall da ist. Aber ansonsten gehört das Blutdruckmessen in die Hände des Arztes. Ich bin der Meinung, dass das Blutdruckmessen Angelegenheit des Arztes ist und nur in Ausnahmefällen von Apothekern wahrgenommen werden sollte. Und mit Ihrer Apotheke und den Ärzten hat keine Absprache stattgefunden, dass Sie aufgrund der Patientenabziehung oder wie man das immer nennen möchte, diesen Service nicht anbieten? Nein, es hat kein Gespräch, soweit ich informiert bin, mit den Ärzten stattgefunden. Die Apotheker haben dieses Thema unter sich besprochen und haben sich dahingehend geeinigt, dass nur in Notfällen und auf speziellen Wunsch der Blutdruck bei Kunden gemessen werden soll. Die staatliche Molkerei Weinstephan teilte uns mit. Weinstephaner Frischmilchprodukte haben 0 Becquerel Strahlenbelastung. Hier der Untersuchungsbefund.
Belastete Rohmilch, auch die gibt es natürlich, wird nicht zu Frischmilchprodukten verarbeitet, sondern zu lang reifenden Käseprodukten. Am 5. Mai begann in Freising, Eching, Unter- und Oberschleißheim sowie in Garching die Kabelzukunft. Unser Team war dabei, als der Präsident der Oberpostdirektion München die privaten Fernsehangebote über Richtfunk. Nun, heute ist ein sehr wichtiger Tag in der Entwicklung des Kabelfernsehens, allerdings nicht so sehr für die Stadt München, als vielmehr für das Umland, für Orte in den Landkreisen rund um München, nämlich im Landkreis München, Dachau, Freising und Ebersberg. Dann ist in Freising noch das Stadtfernsehen in Freising im Bild vertreten und Radio Brenner, ich darf Sie alle herzlich begrüßen. Fred Fuchenthaler sprach mit Gerhard Compostella, dem Chef des Fernmeldeamtes 3 München, welches auch für Freising zuständig ist. Herr Lübsischer, ich darf Ihnen meine beiden Gesprächspartner vorstellen, Herrn Compostella vom Fernmeldeamt München 3 und Herrn Weiß, stellvertretend für den Landkreis Freising. Zuerst zu Ihnen, Herr Compostella, welche gravierenden Vorteile bringt nun der heutige Tag für den Kabelkunden in Freising? Für den Kabelkunden in Freising gibt es den Vorteil, dass der Kabelkunde nicht mehr nur die ortsüblichen Programme empfangen kann, nämlich ARD, ZDF, österreichische Programme, sondern er kann ab heute die Programme empfangen, die einmal über den Satelliten übertragen werden, über den ECS, das ist Sat1, Dreisat, Sky Channel, und auch die Programme, die in München produziert werden, nämlich TV Weiß-Blau, Kleines Theater, Schnupperkanal, Telezeitung, Musikbox, ZDF Musikkanal. Und zusätzlich Freising im Bild. Und natürlich auch Freising. Herr Compostella, welche Kosten entstehen den Kabelkunden für diese zusätzlichen Programme? Wenn er das gesamte Paket nimmt, werden ihm im Monat 12,90 Mark als Gebühren, als Kosten entstehen. Er hat allerdings jetzt erstmal 3 Monate eine sogenannte Schnupperphase, in der er testen kann, ob ihm es wirklich so viel wert ist, dass er diese 12,90 Mark ausgibt für diese Programme. Wenn er zu dem Ergebnis kommt, dass er sie haben will, muss er das zahlen. Wenn er mit den ortsüblichen Programmen zufrieden ist, die also dann nur in einer besseren Qualität vorhanden sind als mit der normalen Dachantenne, dann kostet es 6 Mark. Gebühren. Gut, also Schnupperzeit für 6 Mark. Herr Weiß, Frage an Sie. Wie sieht zum Beispiel der Landkreis nun diese neue Situation? Ja, ich meine, der Landkreis als solcher, wenn Sie es sagen, die Landkreisverwaltung so ist, davon nicht betroffen. Es kommt sicherlich auf den Bürger des Landkreises die Möglichkeit zu, eine Vielfalt von Informationen in Zukunft zur Verfügung zu haben, wobei wir ja gehört haben, es ist jetzt noch ein kleiner Teil, ein Teil der Stadt Freising, es soll Allershausen dran kommen, Zolling und Eching oder Neufahren in einer späteren Phase. Also zunächst ist das natürlich noch sehr beschränkt, aber es wird sich sicher im Laufe der Zeit ausbreiten. Und wenn schon, ich meine, als Vertreter des Landrats müsste ich dann sagen, interessant ist es dann erst, wenn der gesamte Landkreis dran ist. Andererseits, glaube ich, ist es halt hier auch so, wie mit allem, in richtiger Dosierung ist es bestimmt fördernd. Im Übermaß genossen, wirklich sicherlich schädlich wie alles. Ja, also gut. Möchte ich wünschen, dass die Teilnehmer das richtig dosieren. Ich bedanke mich bei Ihnen für das Gespräch. Und hier nun die neuen Angebote in Freising. TV Weiß-Blau. Theaterkanal. Musikbox. ZDF Musikkanal. Sky Channel. RTL Plus. Dreisat. Sat1. Münchner Telezeitung. Und der Informationskanal von der MGK. Natürlich mit Freising im Bild an jedem zweiten und dritten Donnerstag im Monat. Auf Sonderkanal 20 senden wir direkt in das Freisinger Kabelnetz an jedem Mittwoch von 18 bis 19 Uhr und an jedem ersten Sonntag im Monat von 11 bis 12 Uhr.
du Spinner, mit dem Flitzer wirst du wirklich da hoch? Ist ein GTI. Das Ding hat echt Power. Mann, der ist total bescheuert. Mannschaft 4, Startklammer. Citroën Visa GTI, der verrückte GTI. Die Behindertenwerkstätten in Erding-Freising verdienen auch ihre Aufmerksamkeit. Hier Tipp 1, Druckerei. Sämtliche Bücher und Offset-Druckarbeiten, sämtliche Körperdruckarbeiten und natürlich Bildschirmarbeiten. Fragen Sie uns unter Telefon 08161 1400. Die Kriminalstatistik zeigt einen beunruhigenden Anstieg von Einfamilienhäusern und Wohnhaus in Wohnungen. Das Sicherheitsisolierglas schützt hart und gut, aber noch mehr kann es auch vorstellen. Es bietet Wärmeschutz und Schallschutz. Fragen Sie Ihren Fachmann, Glaserei Jedel in Freising neben dem Kreiskrankenhaus. Skandinavien, das ist unermesslicher Reichtum an Holz. Skandinavien, das sind Möbel und Einrichtungen im unnachahmlichen skandinavischen Stil. Skandinavien trennt das Fachgeschäft für skandinavische Möbel und Einrichtungen, präsentiert die skandinavische Wohnlichkeit in Freising, Ziegelgasse 7. Unsere Sanitärtechnik, die wird Sie begeistern. Und wenn Sie frischen Wind in Ihr Bad bringen wollen, dann kommen Sie doch einmal zu uns. Richter und Wenzel, auch in Freising, Flächenpett. Immobilien Grundeig ist gut. Genau, denn ein Spezialist kennt sich aus. Zum Beispiel bei der Vermittlung von Mietwohnungen und Apartments. Mieter oder Vermieter überzeugen Sie sich von unseren Leistungen und dem besonderen Service. Und bezahlt wird erst dann, wenn wir für Sie erfolgreich machen. Immobilien und Umbau im Wien Deutschen Makler, Freising Kammergasse 4. Carrera, Playmobil. Oder die originalgetreuen Nachbildungen von Siegfried. Unsere Spielwarenabteilung ist hervorragend sortiert. Wenn es um Spielzeug geht, sind eine Kanne im Freising. Ja, liebe Zuschauer, auch herzliche Grüße von meiner Kollegin Ulrike Fesseler, derzeit unpässlich. Ich hoffe, es ist in der nächsten Sendung wieder mit dabei. Wie schon gesagt, wir befinden uns im militärischen Sicherheitsbereich und auch wir müssen uns an gewisse Sicherheitsvorschriften halten. Und dazu habe ich heute Begleitung zweier Herren, die aufpassen, damit nicht schief läuft, damit nicht zu wenig oder ich müsste besser sagen, zu viel gezeigt wird. Zunächst darf ich begrüßen Herrn Oberstleutnant Collin, derzeitiger Kommandeur des 2. Fernmeldregiments 31 in Freising. Grüß Gott, Herr Fugenthaler. Grüß Gott, liebe Zuseher. Es ist mir eine ganz besondere Freude, heute das Freisinger Stadtfernsehen als Gast begrüßen zu dürfen. Meine Soldaten und ich sind gerne bereit, Ihnen unsere Anlagen zu zeigen, von unseren Aufgaben zu berichten. Denn wir sind der Meinung, dass wir vor allen Dingen der Freisinger Bevölkerung das zeigen können, was wir wirklich tun. Und wir können auch dazu beitragen, einige Missverständnisse, die bisher noch geherrscht haben, auszuräumen. Ich möchte aus diesem Grunde meinen Einsatzstabsoffizier, den Oberstleutnant Beck, Ihnen vorstellen, der die Führung durch unseren Bunker übernehmen wird. Herr Oberstleutnant Beck, gleich zu Ihnen. Sie sind Einsatzleiter hier im Bunker in Heindelfing. Sie können nun unseren Zuschauern sagen, was hier draußen eigentlich geschieht. Herr Fugenthaler,
Meine Damen und Herren, hier in diesem Bereich wird Luftverteidigung durchgeführt. Der Gefechtsstand hier in Freising gehört zur NATO-Luftverteidigung, die sich erstreckt, wenn man so will, von Norwegen bis in die Osttürkei und bildet im Bereich Südostdeutschlands einen wesentlichen Bestandteil dieser Luftverteidigungskette. Ganz grob, der Auftrag, den wir durchzuführen haben, ist in unserem zugewiesenen Bereich den Luftraum nach fliegenden Objekten zu überwachen, festzustellen, wer in diesem Bereich fliegt, um gegebenenfalls frühzeitig zu erkennen, ob eine Gefährdung bzw. sich ein Angriff auf den NATO-Luftraum, auf die NATO-Einrichtungen abzeichnet. Das ist ein Teil unseres Auftrages. Der zweite Teil ist eine Bewertung der Luftlage, um gegebenenfalls Angriffsabsichten, Angriffsschwerpunkte zu erkennen. Und natürlich müssen diese Erkenntnisse an die uns vorgesetzten Gefechtsstände zeitversuchslos, wenn man so will, weitergemeldet werden. Ganz kurz ein paar Worte zur Aufteilung, zur Ebenen. Man spricht ja, ich habe vorher von einem Bunker gesprochen, können Sie dazu etwas sagen? Der Gefechtsstand oder der Bunker, von dem heraus wir unseren Auftrag durchführen, ist in die Erde gebaut. Er umfasst im Wesentlichen drei Etagen, drei Stockwerke, wobei in der untersten Ebene, in der untersten Etage im Wesentlichen die technischen Anlagen zu finden sind, installiert sind. Das heißt einmal die Rechner, die wir zur Verfügung haben, zum zweiten Stromversorgung, Energieanlagen, Klimaanlagen, das heißt alle Dinge, die eigentlich zum Betrieb, zum reibungslosen Betrieb eines solchen Gefechtsstandes erforderlich sind. In der zweiten und dritten Ebene befindet sich der eigentliche Einsatzgefechtsstand. Da kommen wir dann später noch zu sprechen. Das wollen wir uns ganz genau anschauen. In diesem Bereich, zweiter und dritter Stock, noch angesiedelt, quasi rundherum um diesen Gefechtsstand, die einzelnen Büros, denn wir haben neben dem Einsatzbetrieb auch eine Reihe von schriftlichen Dingen zu erledigen, Papier zu bewältigen, und aus diesem Grunde müssen wir eben auch entsprechende Arbeitsplätze bereitstellen. Herr Oberstleutnant Collin, ich darf Sie nun bitten, uns in den Bunker zu führen. Machen wir sehr gerne, Herr Bunker. Grüß Gott. Grüß Gott, Herr Oberstleutnant. Kommt drauf, was da hast. Melde im Aufgabenbereich keine besonderen Vorkommnisse. Danke sehr, Herr Haas. Herr Funkenthaler, wenn Sie uns bitte Ihren Ausweis abgeben würden. Wir befinden uns jetzt im Sicherheitsbereich. Sie halten dafür einen Sperrzonenausweis, der Sie berechtigt, in den Bunker einzutreten. Sie sind so nett und machen wir den mal kurz an. Mache ich das sehr gerne. So. Ich bedanke mich. Liebe Zuschauer, wir unterbrechen hier für ein paar Minuten. Ich hatte Gelegenheit, vor wenigen Tagen ein kleines, nettes, ziviles Wesen kennenzulernen. Naja, schauen Sie selbst. Ja, liebe Zuschauer, Sie werden es nicht glauben, es gibt in Freising einen Europameister, einen Vize-Weltmeister. Ich begrüße hier bei uns Renate und Arno Himmel. Wo ist er denn, der Weltmeister? Der Vize-Weltmeister. Da unten ist er ja. Ein Hund, liebe Zuschauer, und zwar der Anjo ist es. Du, Renate, nimmst du ihn vielleicht einmal auf den Arm, damit man ihn ein bisschen besser sieht. Jetzt, bevor ich mich mit dem Vize-Weltmeister unterhalte, vielleicht einmal zu euch. Wie fühlt man sich denn so als Vize-Weltmeister-Hundebesitzer? Sehr gut. Viel Spaß hat man damit. Ja. Wie ist es eigentlich dazu gekommen? Ihr habt jetzt den Hund wie lange? Jetzt haben wir ihn seit August letzten Jahres. Das sind also 9 Monate. Mhm. Gekommen ist es dazu eigentlich durch einen komischen Zufall. Wir haben den Kleinen von einem Züchter, einem Privatzüchter, der nur einen einzigen Wurf gemacht hat, gekauft. Und eines schönen Tages haben die angerufen, ob wir denn mitrollen auf eine Ausstellung. Haben wir uns gedacht, naja, machen wir's. Das war in München und da wurde er damals auf Anhieb jüngsten Sieger und da haben wir ein bisschen Spaß daran bekommen. Mhm. Und dann sind wir eben von einer Ausstellung zur anderen mal besser, mal schlechter und letztens wurde er dann Europa-Jugendsieger. Von einer Ausstellung zur anderen, was muss jetzt zum Beispiel der Anjo, hat er irgendwo noch einen weiteren Titel? Anjo von? Anjo of Gampo, das ist der Zwingername. Ja? Zwinger ist
Jetzt die Bezeichnung des Züchters. Der Züchter ist allerdings ein Kleinzüchter. Ja. Das ist der einzige Wurf, den er bis jetzt hatte. Was muss denn jetzt ein Hund mit sich bringen, um einen Titel eines Vize-Weltmeisters zu bekommen? Ja, jeder Hund oder jede Rasse hat bestimmte Merkmale, rassenspezifische Merkmale. Bei dem, wie man sieht, ist entscheidend mit das Fell und verschiedene andere Sachen, die jetzt im Einzelnen wahrscheinlich zu weit führen würden. Er muss nicht zählen können oder rechnen. Er kann zwar ein bisschen singen. Ja, mach mal, sing mal. Dann müsste man ja, das ist die Fernsehkamera, die verblüfft mich. Ja, die Leute nicht. Aber sonst geht eben, ist ein reiner Schönheitstitel. Wie geht's weiter, Arno? Bestehen Aussichten, dass er Weltmeister wird? Ja, die Konkurrenz ist sehr, sehr groß. Wir hatten große Hoffnungen. Das war ein unheimlich schwerer Kampf in Wien, hatte den Eindruck der Richter. Wusste nicht so recht, wem soll er nun? Und er ist eben Zweiter geworden. Mhm. Renate, was sagst du denn zu deinem Hund? Na, ich bin stolz auf ihn. Das ist ja ganz klar. Und viel Freude haben wir damit. Das ist auch klar. Und gut. Dann, lieb ist er außerdem dann auch. Wünschen wir euch einen unter Umständen Weltmeistertitel. Viel Spaß noch und bei uns geht's weiter im FIB-Programm. Ja, liebe Zuschauer, es gehört natürlich viel Liebe und Pflege dazu, um seinen Vierbeiner zu solchen Meistertiteln zu verhelfen. Zurück zu unserer Bunkerführung. Wir befinden uns hier im Flaggenraum. Herr Oberstleutnant Kalid, bitte ans Telefon. Ich bitte mich kurz zu entschuldigen, Herr Funkenthaler. Wir befinden uns hier im Flaggenraum und das scheint mir ja sehr wohnlich eingerichtet, eigentlich zu wohnlich für einen Bunker, speziell hier mit dieser Holzwand. Die hat natürlich eine ganz andere Bedeutung, ja. Herr Beck, welche Bedeutung? Funkenthal ist richtig, es sieht etwas wohnlich aus, aber die Bedeutung liegt auf einer ganz anderen Ebene. Wie Sie vielleicht wissen, ist der Gefechtsstand die hier im Freising massiv aus Beton gebaut. Das hat zur Konsequenz, dass bei entsprechenden Erschütterungen sich kleine Teile aus dem Beton lösen und dann mit großer Geschwindigkeit durch den Raum fliegen. Das heißt, damit ist eine große Verletzungsgefahr für die Soldaten gegeben. Um diese Verletzungsgefahr auszuschalten, hat man diese massive Holzverkleidung gewählt und diese ist so ausgelegt, dass diese Splitter abgefangen werden und damit das Verletzungsrisiko quasi auf Null gesetzt wird. Nicht nur Schönheit, sondern auch Zweck. Eine andere Frage, Herr Beck, wie lange können denn Ihre Leute im Ernstfall hier im Bunker überleben? Herr Funkenthaler, da muss ich etwas um Verständnis bitten. Die Zahlen liegen fest, aus Gründen der Geheimhaltung kann ich sie Ihnen aber im Detail nicht sagen. Eine andere Frage vielleicht, wie viele Leute sind denn hier im Bunker beschäftigt? Auch hier muss ich mit der Antwort mich etwas allgemein fassen, auch aus den vorher bereits genannten Gründen. Ich kann aber so viel sagen, dass neben den Soldaten, die hier Dienst tun, auch Zivilbedienstete in diesem Bereich eingesetzt sind. Ja, wir wussten ja, dass wir nicht alles verraten können. Liebe Zuschauer, bevor wir hier weitermachen, kommen wir zu unserem nächsten Filmbericht. In einer unserer letzten Sendungen beleuchteten wir die Obdachlosensituation und in der Zwischenzeit hat sich hier aufgrund unseres Berichtes einiges getan. Sehen Sie dazu unseren Kommentar. Sie erinnern sich noch, verehrte Zuschauer? Im Februar brachten wir einen Bericht zur Lage der Obdachlosen hier in Freising. Damals sagte uns Frau Hugo, Schwabenau 38a. Ja, die Türen schließen nicht. Oben sieht man rein, unten sieht man rein. Und dann hat es schon eingeringt, war alles schwarz, da ganz hinten im Eck. Und unser zweiter Gesprächspartner, Herr Exner, meinte: Wie lange sind Sie jetzt schon in der Schwabenau? Seit 80, 17. Januar 80. Ja. Und wie finden Sie so die ganze Situation hier in der Schwabenau? Ja. Wie gefällt es Ihnen? So mit den Leitgang schon da rein, aber ist halt auch alles, man wird halt auch nicht richtig anerkannt da unten. Damals für uns, wie sicher auch für Sie, ziemlich bedrückend. Aber, und das ist positiv, die Behörden haben ganz schnell reagiert. Frau Hugo hat in der Zwischenzeit einen neuen Fußboden erhalten. Und, wie wir hörten, Kohlegutscheine. Herr Exner, aber das soll er Ihnen später selber erzählen. Wir unterhielten uns über dieses Thema in den letzten Tagen noch einmal mit unserem OB und dem zuständigen Mitarbeiter der Freisinger Caritas, Herrn Griesel. Von Oberbürgermeister Dr. Adolf Schäfer wollte Max Rachals wissen: Sie haben beim letzten Mal erwähnt, dass größere Summen im Haushalt 86 zur Verfügung ständen.
Welche Summe ist es, Herr Oberbürgermeister, und wie schlüsselt sie sich auf? Ja, wir haben für 85 und 86 insgesamt 150.000 D-Mark. 20.000 sind verausgabt für laufende Unterhaltungs- und Renovierungskosten. 30.000 Mark gehen in den Brandschaden, der im Februar in Altaching entstanden ist. Und eine größere Maßnahme ist der Umbau der Sanitäranlagen in Altaching. Der ist vorige Woche in der Hauptausschusssitzung am 28.04. als Projekt beschlossen worden. Hier wird eine Dusche und ein Männer-WC, also mit jeweils zwei Gelegenheiten, und ein Bad mit WC für die Frauen eingerichtet. Gesamtkosten 60.000. Damit sind also die dort herrschenden sanitären Verhältnisse, die also zugegebenermaßen unbefriedigend waren, saniert. 40.000 Mark, die dann noch verbleiben, gehen in die normalen Renovierungsarbeiten, Malerarbeiten und dergleichen. Das heißt also konkret, für die Obdachlosensituation werden von städtischer Seite 1985 und 86 insgesamt 150.000 Mark ausgegeben, wovon ein Großteil nach Altaching fließt. Da noch viel zu tun ist, hoffen wir natürlich, dass auch für die kommenden Jahre Beiträge im Stadtsäckel eingeplant werden. Und noch etwas wollte Max Rachals wissen. Tragen Politiker nicht über den Wortlaut des Gesetzes hinaus Verantwortung, wenn sie mit diesen oder ähnlichen Situationen konfrontiert werden? Das ist sicher richtig. Das Gesetz ist ja nur eine allgemeine Richtlinie, die den Status dieser Notunterkünfte beschreibt und festschreibt. Ich glaube, wir sind der Verantwortung in den Jahren nachgekommen, und zwar über den Gesetzeswortlaut hinaus. Wir brauchen diesen Worten, so glaube ich, nichts mehr hinzuzufügen. Von Herrn Griesel wollten wir wissen, ob der vom Oberbürgermeister genannte Etat von der Caritas als ausreichend angesehen wird. Also von der Mehrheitsfraktion halte ich es durchaus für angemessen und durchaus erfreulich. Ja. Und ich kann es also nur als positiv zunächst bewerten, dass gerade 85, ja, 86 verstärkt Haushaltsmittel eingesetzt worden ist. Soweit ich informiert bin, ist ja schon etwa ein Drittel dieser Mittel ausgegeben. Ja, ich möchte gerne von dieser wachsenden Offenheit auch in anderen Kommunen berichten und das Verhalten der Stadt Freising da positiv als Argument einsetzen. Wenngleich ich noch zwei oder drei Punkte gerade zu diesem Kapitel anfügen möchte, in meiner Stellungnahme oder in der Stellungnahme, ja, der Caritas-Kreisstelle steht ja auch unter anderem drinnen, dass wir uns als Ausdruck der Menschenwürde gewünscht hätten, dass die verschiedenen Einzelzimmern mit Waschbecken ausgestattet, ja, werden, ja, insbesondere für die Langzeitobdachlosen. Und wenn ich in diesem Zusammenhang trotzdem noch einen grundsätzlichen Punkt anspreche, so soll dies kein, ja, Affront gegen die Stadt Freising sein, vielmehr der erklärte Wunsch des gemeinsamen weiteren Umdenkens, ja, wo ja ich die ersten Schritte doch beobachten kann, in Richtung einer dezentralen Unterbringung der Obdachlosen, einfach unter Gefahr der sozialen Ansteckung, die ja auch Herr Oberbürgermeister Dr. Schäfer in seinen vorausgehenden Worten unüberhörbar angeschnitten hat, ja, um dieser Gefahr zu begegnen. Und schließlich und endlich ist die vorgeschlagene Lösung aus der Stellungnahme langfristig für unser gesamtes Gemeinwesen der wohl kostengünstigste Weg. Und es müsste doch eigentlich für Kommunalpolitiker interessant genug sein. Ja. Den Wunsch der Caritas, Einzelzimmer mit Waschbecken einzurichten oder auszurüsten, um Langzeitobdachlosen ihr Schicksal etwas zu erleichtern, reichen wir hiermit an unseren Oberbürgermeister und seinen Stadtrat weiter. Das Resümee aus der Sicht der Caritas ist, aber schalten wir uns hier lieber wieder in unser Studiogespräch ein. Können wir das mal abfahren? Zum Abschluss, Herr Griesel, möchte ich Sie um ein kurzes Resümee zur Obdachlosensituation bitten. Ja, ich möchte in dem Zusammenhang kurz auf die Menschenwürde eingehen. Ein Begriff, der von meiner Seite, von unserer Seite sehr häufig geprägt wurde, der vielleicht aus der Sicht der Stadt Freising überstrapaziert wurde. Mir geht es bei dem Begriff um Folgendes, nämlich ein Leben zu ermöglichen, das der Würde des Menschen entspricht, im Verhältnis zur übrigen Bevölkerung,
unabhängig davon, ob Resozialisierungsbemühungen bei den Personen, von denen ja die Rede ist, noch Frucht bringen oder auch nicht. Und ich denke, dieses Umdenken, das ja bei der Stadt Freising durchaus spürbar ist und das ich nur als erfreulich betrachten kann, dieses Umdenken sollten wir uns tatsächlich auch in der Zukunft leisten, ja, eben weil wir es uns auch leisten können. Abschließend vielleicht auch noch eine Antwort an die Stadt Freising, was mich sehr gefreut hat, dass im Zusammenhang mit der ersten Fernsehaufzeichnung dem Herrn Exner eine Sozialwohnung. Das aber, verehrte Zuschauer, soll uns Herr Exner selbst sagen. Die Wohnung hat 38,5 Quadratmeter. Erstens habe ich einmal Ruhe, habe keine Angst mehr und habe nette Leute, kann ich mich ruhig umgehen. Da zahle ich 98 Mark, in Schwabenau hat es 15 Mark gekostet. Ist halt viel anders wie in der Schwabenau. Sind Sie denn wirklich zufrieden? Ja, da meine ich wohne nicht im Himmel. Das kann man gar nicht beschreiben mit Schwabenau oder Angerbach jetzt. Noch etwas wollten wir wissen. In unserer Februarsendung sagte unser Oberbürgermeister, die Stadt München, und das haben wir uns sehr genau angehört, hat diese Versuche unternommen und diese Versuche sind gescheitert. Gerald Winkler vom katholischen Männerfürsorgeverein in München meinte dazu, Probleme hinsichtlich der Unterbringung, ja, hinsichtlich der Unterbringung in Wohnungen, weil nicht genug Wohnungen da sind, aber nicht hinsichtlich etwa der Betreuung oder dergleichen. Wie ist denn die Situation in München? In München gibt es eine relativ geringe Anzahl von, im Verhältnis zu anderen Großstädten, von Sozialwohnungen. Daher auch die Problematik im Bereich der Unterbringung von obdachlosen Personen. Da stellt sich die Lage schwierig dar, deswegen müssen auch Pensionen häufig angemietet werden, wobei die Stadt München, soweit ich informiert bin, im Augenblick dabei ist, dieses Konzept zu überdenken und von den Pensionen wegzukommen. Herr Winkler, sehen Sie als Sozialpädagoge in München das Freisinger Problem mit den Obdachlosen als wirklich so eine große, als wirklich ein großes Problem? Ich halte es für kein sehr großes Problem in Freising. Ich denke, dass man da befriedigendere Lösungen finden können muss, als sie im Augenblick gefunden werden, wobei ich mich in Freisinger Verhältnisse nicht einmischen will. Nur die Frage, die der Herr Oberbürgermeister angeschnitten hat im Januar in einem Fernsehgespräch, verstehe ich nicht ganz. Wir haben in München, was die Unterbringung von Obdachlosen in Sozialwohnungen betrifft, ausgezeichnete Erfahrungen, auch gute Erfahrungen im Bereich von freifinanzierten Wohnungen. Das war es also von der obdachlosen Situation in Freising. Wir hoffen nun, dass weiterhin so unbürokratisch und schnell von den Verantwortlichen gehandelt wird wie bisher. Denn, und das steht wohl außer Frage, Obdachlose sind Menschen, wie wir alle, liebe Zuschauer. Schorsch, ein Mensch wie du und ich. Schorsch hat bitterböse Sorgen, seine Aktenmappe ging ihm verloren früh am Morgen, als die Tram voll Menschen hing. Wo er sucht und wo er fragt, keine Chance mehr. Immer wieder, dass man sagt, Tasche? Nein, bedauere sehr. Letzte Rettung? Auf den Rücken hängt der Schorsch sich ein Plakat, als auch dieses will nicht glücken, hört er auf des Freundes Rat. Schreibt eine Kleinanzeige nieder, wartet 2-3 Tage bloß. Aktenmappe findet sich wieder, Schorsch ist seinen Kummer los. Der beliebte und erfolgreiche Werbeträger seit über 50 Jahren, Freisinger Anzeiger. Altstadtgalerie, das Einkaufszentrum mit Tradition und Herz in der Freisinger Innenstadt mit interessanten und attraktiven Angeboten, zum Beispiel
Mein Name ist Liane Stegaru Fischer. Ich bin seit 7 Jahren Musiklehrerin. Natürlich fragen mich die Eltern meiner Schüler, wo sie ihre Musikinstrumente bekommen können. Ich empfehle nur eins, Musikhaus Pfefferkorn. Ja, natürlich. Freisings großes Musikhaus in den Altstadtgalerien. Ja, das war's diesmal von der Altstadtgalerie, wo in gemütlicher Atmosphäre Einkaufen noch Spaß macht, mit eigenem Kundenparkplatz am Rückgebäude. Zurück in den Bunker, liebe Zuschauer, und wir kommen jetzt zur Bekanntgabe der Gewinner unseres letzten Preisausschreibens. Sie erinnern sich, die Frage lautete, an welchem Ort oder in welchem Ort sich das Sport in Form Center befindet. Die Lösung lautet natürlich Neufahrn. Lassen Sie mich aber hier noch ein paar Worte sagen. Leider Gottes hat sich das Sport in Form Center nicht an getroffene Vereinbarungen gehalten. Die Leute, die wir in der März-Sendung vorstellten, sind nicht mehr im Center. Und so können wir auch nicht mehr, naja, lassen wir das. Auf alle Fälle können wir auch die Preise nicht mehr weitergeben. Und da ist nun was ganz was Tolles passiert. Spontan haben sich Freisinger Sportzentren und Vereine zur Verfügung gestellt, beziehungsweise neue wertvolle Preise zur Verfügung gestellt. Und jetzt kommen wir zu den Gewinnern und zu den Preisen. Herr Collin ist mittlerweile wieder in unserer Runde und Herr Beck, Sie werden uns jetzt ein bisschen behilflich sein. Wir haben hier den Preis, und zwar die Squash-Anlage Alter Wirt in Attaching, hält unseren Gewinner fit mit einer Stunde Squash, mit Trainer natürlich und anschließender Sauna. Und hier der Gewinner. Der Gewinner ist Paul Meyer, Gleiwitzer Straße 55 in 8058 Erding. Prima. Eine Stunde Tennis, natürlich auch mit Trainer, kommt vom neuen Sportzentrum der SG Eichenfeld. Und der Gewinner heißt, Herr Beck, das ist Ihr Gewinner? Ja, und es hat gewonnen der Herr Franz Tröster. Er wohnt in Freising und zwar im Plantagenweg 37. Glückwunsch. Unser nächster Gewinner, und zwar eine Woche, nicht Malediven, sondern eine Woche Krafttraining unter Anleitung eines Trainers inklusive Sauna und Solarium vom Fitnesscenter Bodyfit in der Luckengasse in Freising, gewinnt. Der Glückliche ist Franz Josef Killer, er ist aus Freising, aus dem Kleiberweg 18. Mein herzlichen Glückwunsch. So, und jetzt haben wir noch einen Preis, und zwar einen Surfkurs mit Prüfung und Schein von der Freisinger Surfschule. Diesen Surfkurs hat gewonnen, Moment, da muss ich jetzt nachschauen, das ist die Eva aus München in der Therese-Giese-Allee 38, das ist die Eva Hicke. Herzlichen Glückwunsch allen Gewinnern, und ich möchte mich nochmal bedanken bei Peter O. Walter von der Surfschule, bei Walter Jacobi vom SG Eichenfeld, bei Hans Rüsenberg vom Alten Wirt der Squash-Anlage und bei Johannes Neisch vom Body Fit Center für diese Preise. Ja, wir machen jetzt weiter mit einem weiteren Beitrag in unserer Sendung, und zwar, liebe Zuschauer, Freising wächst und wächst. Das Wachstum in Freising kann man im Bereich des Lerchenfelder Kindergartens sehen. Der Kindergarten feiert mit 2 Tagen der offenen Tür am 5. und am 12. Juli 25-jähriges Jubiläum. Im Hintergrund dieses Ereignisses steht die Überfrequentierung dieses Kindergartens. Auch ein geplanter Neubau ist im Gespräch. Doch Näheres erfahren Sie jetzt direkt aus dem Lerchenfelder Kindergarten von unserem Mitarbeiter Klaus Sieber. Ja, ich darf Ihnen die Frau Wohlschläger vorstellen, die Leiterin des Altbaus ist vom Kindergarten Lerchenfeld, und die Frau Holzmann, die Leiterin des Neubaus ist. Und da hätte ich meine erste Frage, Frau Wohlschläger, Sie können jetzt also auf ein 25-jähriges Bestehen des Lerchenfelder Kindergartens zurückblicken. Zurzeit betreuen Sie etwa 210 Kinder.
Welche Entwicklung hat eigentlich, oder welche Veränderung hat der Lerchenfelder Kindergarten in diesen 25 Jahren durchgemacht? Also ich muss das gleich mal richtigstellen. Wir im Altbau, wir betreuen zurzeit 117 Kinder in 4 Kindergartengruppen und zusätzlich 25 Hortkinder. Ja, ich habe die Chronik durchgeblättert, so einen Rückblick gehalten auf 25 Jahre. Da ist mir eigentlich aufgefallen, dass unser Kindergarten hier in Lerchenfeld immer sehr stark belegt war. Und das war schon 1961, wie er in Betrieb genommen worden ist, waren für 2 Gruppen Kindergarten geplant, je Gruppe zu 40 Kinder. Und als dann die Einschreibung stattgefunden hat, sind 130 Kinder angemeldet worden. Und schon damals hat man gesehen, eigentlich ist der Kindergarten schon fast zu klein. Und man musste schon gleich am Anfang im Hortraum am Vormittag eine Vorschulgruppe einrichten mit 20 Kindern. Es waren große Kinder, 5-Jährige, um denen einfach auch noch ein Jahr Kindergarten vor der Einschulung zu ermöglichen. Und jetzt ist ja wieder ein Neubau geplant. Wo soll der genau entstehen und wann sollte der fertig werden? Der Neubau entsteht drüben in den Guten Engern. Und er soll im September 87 in Betrieb genommen werden, wir hoffen das. Er war sehr notwendig. Letztes Jahr konnten wir also nicht mehr alle Kinder unterbringen, weder bei uns im Altbau noch im Neubau bei der Frau Holzmann hier. Und wir waren gezwungen, schon voriges Jahr eine Notgruppe bei uns im alten Kindergarten einzurichten. Gut, Frau Holzmann, eine Frage an Sie. Seit, ich glaube, 1972 gibt es ein Kindergartengesetz, das ja neben den Zuschüssen und der Personalregelung auch einen Elternbeirat bestimmt hat. Einen Elternbeirat gibt es also seitdem auch bei Ihnen im Kindergarten. Und welche Erfahrungen haben Sie mit dem Elternbeirat gemacht? Ich muss sagen, wir haben eine sehr gute Erfahrung mit dem Elternbeirat gemacht. Und uns ist auch die Arbeit mit den Eltern sehr wichtig, weil nur mit der Zusammenarbeit eigentlich die Ziele erreicht werden können, die wir ja für den Kindergarten uns vornehmen. Wir wollen familienergänzend arbeiten und drum ist es sehr wichtig. Der Elternbeirat hat auch eine sehr wichtige Funktion innerhalb des Kindergartens. Der Elternbeirat wird vom Träger und von den Leitungen informiert über eigentlich alle Bereiche, die den Kindergarten betreffen. Wenn zum Beispiel die Elternbeiträge erhöht werden sollen, wird der Kindergartenbeirat informiert und auch dazu gehört. Es werden auch die Personaldinge besprochen, wenn zum Beispiel Erzieherinnen, Kinderpflegerinnen und so weiter neu eingestellt werden sollen, dann wird es dem Elternbeirat auch mitgeteilt. Und wir stellen auch vor, wen wir dann vorgesehen haben. Dann haben sie auch ein Mitspracherecht bei räumlichen Ausgestaltungen. Unser Elternbeirat hat eigentlich, seitdem er besteht, immer für das Wohl, muss ich sagen, des Kindergartens gearbeitet. Dieser große Spielplatz, den Sie da hinten sehen, den haben die Eltern in wirklich Eigeninitiative erbaut, haben also Samstag für Samstag gearbeitet und auch als diese neue Gruppe eingerichtet wurde im letzten Jahr, da hat der Elternbeirat eine sehr große Spendenaktion anlaufen lassen, die sehr erfreulich war und wir haben Gartengeräte und auch Ausstattung für die Gruppe erhalten, sodass man sagen kann, durch diese zusätzlichen Gelder ist diese Gruppe eigentlich jetzt die bestausgestattete Gruppe unseres Kindergartens. Ja, Frau Holzmann, hat eigentlich der Elternbeirat dann bei dem Neubau, der geplant ist, auch irgendwo mitgewirkt? Ja, der Elternbeirat hat sich da sehr eingesetzt, muss ich sagen, weil wir als letztes Jahr die Anmeldungen liefen, gemerkt haben, dass wir also in sehr große Bedrängnis kommen. Es sind in der Kepserstraße neue Häuser entstanden, es sind die Guten Enger entstanden und es ist seit Jahren an sich schon ein dritter Kindergarten geplant, ist im Bedarfsplan drin, aber der war immer mit dem Blick auf die Häuser in der Schwabenau geplant. Und für uns war das auch eigentlich ein bisschen überraschend, dass plötzlich so ein großer Andrang kam. Und da hat sich der Elternbeirat
eigentlich überall eingesetzt, beim Träger, bei der Caritas, beim Landratsamt, dass also möglichst schnell eine Gruppe noch einbezogen werden kann in den Kindergarten. Und auch hat er sich dafür eingesetzt, dass also diese ganzen Dinge, die den neuen Kindergarten in der Planung weiterbringen sollen, dass das also beschleunigt wird. Gut, dann sollten wir vielleicht darauf hinweisen, dass im Rahmen des 25-jährigen Jubiläums Tag der offenen Tür geplant ist, der auch stattfindet, und zwar am 5. Juli und am 12. Juli. Und ich würde sagen, wir schauen uns jetzt mal an, wie im Kindergarten gearbeitet wird. Da können die Kinder im Freispiel sich selbst reden, was sie überwinden. Die Brotzeit ist wirklich ganz, ganz wichtig. Die leitende Brotzeit, das heißt, jedes Kind kann dann Brotzeit machen, wann es will, und kann sich auch den Kampf nach der Brotzeit selbst aussuchen. Wir haben letzte Woche das Thema Grenze besprochen. Vom Lerchenfelder Kindergarten, liebe Zuschauer, nun zurück in das Herzstück des Bunkers, in die sogenannte Einsatzzentrale. Herr Beck, was mein Auge hier alles sieht, ist nicht zugänglich für die Kamera. Mein erster Eindruck, NASA-Stützpunkt Freising oder Klein Houston hier in Freising. Was geschieht hier? Ja, Herr Fugenthaler, wir befinden uns jetzt mitten in der Einsatzzentrale. Hier wird der Luftverteidigungseinsatz durchgeführt, auch jetzt in der Friedenszeit. Aus dem Einsatzauftrag für den Verband ergeben sich die einzelnen Aufgaben, nämlich Luftraumüberwachung, Identifizierung, Jägereinsatz und Flakeinsatz. Aufgrund dieser Teilbereiche ist auch der Gefechtsstand gegliedert. Jeder Arbeitsplatz verfügt über eine Radarsichtkonsole, über ein entsprechendes Vermeldesystem, das ihm erlaubt, seine entsprechenden Aufgaben durchzuführen. Eine Frage drängt sich mir jetzt hier auf. Welchen Stellenwert hat denn Heindlfing in Moskau? Für den Warschauer Pakt hat dieser Gefechtsstand, wie alle anderen Führungsgefechtsstände, einen recht hohen Stellenwert. Liegt da nicht die Frage nahe, ob es hier ein nukleares Ziel gibt? Aufgrund des Stellenwertes darf man nicht folgern, dass es damit automatisch ein nukleares Ziel ist. Das heißt, ganz im Gegenteil, wir müssen davon ausgehen, dass es eben kein nukleares Ziel ist. Eine andere Frage. Kann Ihnen ein Stromausfall hier im Bunker gefährlich werden? Ein Stromausfall des öffentlichen Netzes kann uns nicht gefährlich werden, da wir über entsprechende eigene Stromanlagen verfügen, die sich innerhalb des Bauwerks befinden. Und wir sind damit unabhängig vom Netzstrom. Welche Stromkosten haben Sie dann so täglich? Ja, vom täglichen Einsatzbetrieb her gesehen liegen wir bei etwa 3.000 Mark. Täglich? Täglich. Das ist eine ganz schöne Summe. Herr Beck, wir stehen hier vor einem Radarschirm.
Bitte erklären Sie uns doch, was hier gemacht wird, was hier gearbeitet wird. Ja, wir haben hier einen typischen Radararbeitsplatz vor uns. Das heißt in der Mitte das Radarsichtgerät. Die sind für den Rechner zu sehen. Am Radarsichtgerät sehen wir einmal alle Radarechos und ein zu jedem Radarecho gehörendes Symbol. Aufgrund dieses Symboles kann ich erkennen, um welches Flugziel es sich handelt. Das heißt, es ist ein eigener, es ist eine Lufthansa-Maschine und es ist eine Maschine aus dem Bereich des Ausbaus. Für mich, Herr Beck, blinkt das jetzt mir auf den Schirm. Können Sie mir und den Zuschauern jetzt sagen, wo ist hier ein Flugzeug? Ja, alle diese Symbole, die wir hier drauf sehen, sind im Speicher mit allen verfügbaren Daten gespeichert. Ich kann jedes Flugzeug abrufen und mir die entsprechenden Daten raussuchen. Das passiert folgendermaßen. Ich habe hier ein Flugzeug, das ist ein freundliches, das heißt, es gehört zu uns. Ich habe des Weiteren ein Abfragesymbol, das muss ich jetzt genau über dieses Flugzeug rüberführen. Die Ordner also mit diesem Strahl jetzt das Flugzeug. Richtig, ich bringe das in Deckung mit dem Flugzeug und mit Knopfdruck kann ich jetzt die Informationen abrufen und die Einzelinformationen werden mir jetzt in diesem Anzeigefenster dargestellt. Das heißt, ich kann ablesen, wie hoch fliegt dieses Flugzeug, wie schnell fliegt es, in welche Richtung fliegt es und die entsprechende Position dazu. Im Falle eines Eintritts feindlicher Maschinen, welche Information geht dann von hier aus wohin? Alle diese Informationen, das heißt die Flugziele, die bei uns gespeichert sind, gehen automatisch mit Datenübertragung einmal an alle Nachbargefechtsstände, so wie Freising einer ist, sowie an den sogenannten Sektorgefechtsstand, das heißt einen für uns übergeordneten Gefechtsstand, sodass auch dieser Gefechtsstand über die aktuelle Luftlage verfügt und entsprechende Reaktionen der Luftverteidigung zeitgerecht einleiten kann. Welche Bedeutung haben diese beiden Monitore? Diese beiden Monitore, die wir da sehen, dienen zur Statusdarstellung, um jedem Bediener an seinem Arbeitsplatz entsprechende Informationen zukommen zu lassen. Herr Beck, ich würde mich gerne mit einem Oberleutnant unterhalten. Ist das möglich? Mit Sicherheit möglich. Herr Tischer, ich sitze nun hier bei Oberleutnant Tessner. Herr Tessner an seinem Arbeitsgerät. Herr Tessner, wir wollen ein bisschen was wissen von Ihnen. Sie sind Zeitsoldat und Berufssoldat. Sie sind Berufssoldat und wie lange denn schon im Bunker geblieben? Ich bin in meinem 14. Dienstjahr. Ist es für Sie Stresssituation, zum Beispiel die Schichtarbeit? Erzählen Sie mal ein bisschen was über die Schichtarbeit. Ja, die Schichtarbeit bedeutet natürlich schon eine gewisse körperliche Anstrengung, aber man hat genügend Ruhepausen dazwischen. Und wenn man seine Freizeit vernünftig nutzt, um sich auch gesundheitlich fit zu halten, stellt sie normalerweise kein Problem dar. Wie lange sitzen Sie denn vor einem Radarsichtgerät oder Radarschirm? Das variiert. Wir teilen unsere Schichten auf in Tagschicht, Nachtschicht und Wochenendschichten. Und das kann variieren von 8 bis zu 24 Stunden. Mhm. Ich hatte vorher die Stresssituation angesprochen. Ist der Spaß auch noch mit dabei oder ist es eine Knochenarbeit, hier an diesem Gerät zu arbeiten? Auf jeden Fall ist der Spaß noch dabei, denn ohne Spaß könnte man diese Arbeit nicht bewältigen. Mhm. Ja? Mir gefällt besonders daran, dass sie anspruchsvoll ist, eine verantwortungsvolle Tätigkeit ist, bei der man jeden Tag aufs Neue gefordert ist. Brauchen Sie einen Ausgleich privater Natur, sportmäßig? Wenn ja, wie schaut es aus? Das schon, ja. Ich bewege mich gern. Ich spiele gern Tennis, im Winter fahre ich Ski, laufe auch ab und zu, allerdings nichts wird übertrieben. Mhm. Ja. Es kann natürlich auch mal vorkommen, dass die Familie darunter leidet, speziell Schichtdienst, ich denke an Feiertage wie Weihnachten, wie Ostern. Ja. Wie kommen Sie mit Ihrer Familie zurecht? Ja, ich bin seit 10 Jahren verheiratet, sehr glücklich und eine Frau muss natürlich wissen, wenn sie einen Soldaten heiratet, was auf sie zukommt. Mhm. Das ist in unserer Verwendung wahrscheinlich nicht anders als in vielen anderen Bundeswehr-Tätigkeiten. Die Versetzungshäufigkeit ist nicht größer und eine Frau muss da einfach mitmachen. Sie sprachen an Zeitsoldat, das heißt, Sie arbeiten hier so lange, bis Sie pensioniert werden? Ja, das muss nicht unbedingt hier sein, aber ich bin Radarleitoffizier
Und ich nehme an, dass ich in dieser Verwendung bis zu meiner Pensionierung eingesetzt bleibe. Herr Tessner, ich bedanke mich recht herzlich. Ja, liebe Zuschauer, und wir machen wieder mal einen kleinen Sprung nach außen. Weihenstephaner Tafelbutter, nur echt mit der Butterprägung, natürlich in der blauen Packung. Nee. Holla, zweimal im Freising. Surfen, was hat man keiner? Nichts einfacher als das. Auf geht's zur einzigen vom Deutschen Segelverband lizenzierten Surfschule in Freising. Ob Anfänger oder Fortgeschrittene, die Freisinger Surfschule ist für alle da. Für Werbekonzepte im Stadtfernsehen, Kabelfernsehen und Bildschirmtext empfiehlt sich die neue Medienagentur Freising Tüntenhausen. Ruf 08167 8034. Wenn Sie die Leistungsdienste Ja, liebe Zuschauer, wir sind am Ende unserer Sendung. Wir verlassen nun den Bunker. Ich hoffe, die Information aus dem CRC, aus dem Control Reporting Center, war für Sie genauso interessant wie für mich. Ich bedanke mich bei Herrn Collin und bei Herrn Beck für die exzellente Führung, für die Kontrolle. Ich hoffe, wir haben alles drin, was wir nicht zeigen dürfen. Gut, wir würden uns auf alle Fälle freuen, wenn Sie in der Juli-Sendung wieder mit dabei sind. Ja, und bis dahin, fährt einer gut und auf Wiedersehen. So, wir gehen ans Tageslicht. Dass sie das, was sie heute auf